Herzlich willkommen bei Miss Erfolg, dem Podcast von Miss Germany. Wir sprechen mit Frauen, die Verantwortung übernehmen, und heute sprechen wir mit Caro Kauer. Caro Kauer ist zweifach Mama, Unternehmerin und Content Creator. Und in Caros Unternehmen arbeiten mittlerweile 50 Mitarbeiter, und das bedeutet, dass es eine Menge Verantwortung im Spiel ist, und genau darüber sprechen wir heute. Also ganz viel Spaß beim Zuhören und Zuschauen. So, hallo liebe Caro. Ja, hallo ihr zwei. Schön, dass du Zeit gefunden hast, nochmal mit uns zu sprechen, jetzt zum Start der, beziehungsweise nicht zum Start der Staffel, sondern wir sind ja schon am Ende der Staffel. Heute endet ja unsere Bewerbungsphase. Und ja, wir freuen uns total, dass du Zeit gefunden hast, und wollen jetzt nochmal ein bisschen über Miss Germany 3.0 sprechen, aber auch über deine Funktion in der neuen Staffel. Und genau, aber erstmal wollen wir nochmal einmal mit dir über die vergangene Staffel sprechen, denn da warst du ja schon als Hero und auch als Jurorin dabei. Und ja, erzähl uns doch gerne nochmal mit, oder erzähl uns gerne einmal, was du so aus der Zeit mitgenommen hast und wie du das so in Erinnerung behalten hast. Ja, also erstmal vielen Dank für die Möglichkeit hier mit dem heutigen Podcast. Ich freue mich sehr, wieder dabei zu sein. Die letzte Staffel, die ist mir wahnsinnig positiv in Erinnerung geblieben, einfach deshalb, weil ich Miss Germany davor so gar nicht auf dem Schirm hatte, also da bin ich ganz ehrlich. Ich kannte zwar Nadine von vor zwei Jahren, die Miss Germany, aber ich habe mich trotzdem mit dem Thema so gar nicht beschäftigt. Und als ich dann Intuit war und erfahren habe, was das Konzept dahinter ist, war ich Feuer und Flamme. Und das habe ich dann auch währenddessen gemerkt, dass es einfach, ja, dass das einfach super zeitgemäß ist. Und für mich persönlich die letzte Staffel war natürlich, das alles war einfach eine neue Erfahrung für mich. Zum einen einen Workshop zu geben, zum anderen in der Jury zu sitzen, zu bewerten und auch zu gucken, so was finde ich eigentlich toll an einem anderen Charakter oder an einer anderen Persönlichkeit. Und da bin ich selber über mich hinausgewachsen. Deshalb plädiere ich ja auch immer, dass man so Dinge einfach machen sollte, auch wenn man vielleicht Respekt davor hat, weil man einfach über sich hinauswächst in dem Fall. Und was ich auch noch wahnsinnig positiv fand, und da habe ich die Finalistinnen damals, ich glaube, die ganze Zeit befragt und habe gefragt, sag mal, es ist einfach so positiv, so bei euch und zwischen euch, ob das einfach nur so eine Außenwirkung ist oder ob das wirklich so ist. Und die meinten, nee, das ist wirklich so dieser Zusammenhalt, gerade durch die Camps, die ihr gemacht habt. Und das war einfach, man hat das gespürt, und ich fand das sehr beeindruckend und habe dann auch ja, so gedacht, wow, warum eigentlich, warum geht das da und warum geht das manchmal im Alltag so verloren, dieser Zusammenhalt zwischen Frauen? Und das war wirklich super beeindruckend. Und das habe ich so alles so mitgenommen von der letzten Staffel. Sehr cool. Ja, vor allem ist das Schöne bei dir, dass du das wahrnimmst, dass es eben so positiv ist. Und du bist halt auch so ein super positiver Mensch, der auch mal Tacheles spricht. Also wir hatten ja auch den Workshop mit dir. Und da hast du ja auch dann nochmal deine unternehmerische Herangehensweise oder auch deine Herangehensweise, wie du zum Beispiel mit deinem Team zusammenarbeitest und was dir auch bei Personen wichtig ist, mit denen du zusammenarbeitest, dass es halt auch passt und matcht und da auch irgendwie so eine ähnliche Passion dann auch besteht, um da halt irgendwie auch auf einer gleichen Wellenlänge zu sein. Deswegen da die Frage nochmal, wie ist das denn für dich jetzt auch aus der Erfahrung des letzten Camps und der letzten Staffel? Jetzt sind wir mit Miss Germany 3.0 für 2021, 2022 ja auch nochmal einen Schritt weitergegangen und suchen ja jetzt nochmal verstärkt Frauen, die Verantwortung übernehmen, und da bist du ja halt auch so ein Paradebeispiel mit allem, was du tust. Was ist denn da für dich wichtig? Also was ist für die neue Staffel bei dir wichtig? Was ist dir worauf achtest du bei einer Frau? Also was ist so für dich so deine Miss Germany 3.0 quasi auch so ein bisschen? Also ich glaube, da kann man gar nicht so nach gewissen Werten gehen, beziehungsweise eigentlich ist so das Gesamtpaket wichtig. Ich glaube, mir persönlich ist es wichtig, wenn ich eine Frau oder eine Persönlichkeit vor mir habe, die muss echt sein.
mit allen Ecken und Kanten. Und auch das muss man lernen. Ich glaube, das habe ich auch in meinem Workshop gesagt. Ich musste auch in meinem Job als Influencer lernen, ich zu sein. Am Anfang will man immer perfekt sein und ja, vielleicht auch in eine Rolle schlüpfen, die man einfach nicht ist. Und deshalb ist mir eigentlich die Authentizität am wichtigsten von allem. Und dann natürlich mit Ecken und Kanten und aus Stolpersteinen, die einem vielleicht in der Vergangenheit in den Weg gelegt wurden, dass man da auch wieder drüber oder über sich hinaus wächst. Das ist so das Wichtige. Ich finde, dann catcht diese Persönlichkeit auch letztendlich. Und das ist unterm Strich, was es für mich ausmacht. Und ansonsten wünsche ich mir für die neue Staffel, dass vielleicht Corona sich verzieht. Ja. Und dass wir vielleicht das, ja, dass wir vielleicht das Finale zusammen feiern können. Mit Publikum. Ich glaube, das ist dann von der Stimmung natürlich auch nochmal ja, Next Level vielleicht. Ja, absolut. Ja, das ist auch das, was wir uns jeden Tag aufs Neue wünschen. Caro, wir haben vorhin schon drüber gesprochen und Max hat es auch schon gesagt, du bist ein wahnsinnig positiver Mensch. Ja, wir verfolgen natürlich deine Story auch täglich und da kommt halt auch genau das so toll rüber und das motiviert einen und auch gerade deine Community ja wahnsinnig. Wie schaffst du es, trotz auch Stolpersteinen im Leben und auch mal nicht so guten Tagen, trotzdem immer wieder das Positive überwiegen zu lassen? Ja, also wie setzt du das um? Ja, ich glaube, das ist halt extreme Typsache auf jeden Fall. Ich glaube, man muss einfach von Grund auf jeden Fall schon mal positiv durchs Leben gehen. Vielleicht bin ich manchmal zu positiv und zu optimistisch, aber bis jetzt hat mir das eigentlich ganz gut geholfen. Ja, ansonsten nehme ich einfach gerade diese Stolpersteine und reflektiere ganz viel. Ich glaube, ich analysiere auch super viel, wenn mal was nicht so gut gelaufen ist und frage mich, woran lag's. Ich frage mich auch ganz oft so, hey, bin ich glücklich mit dem, was ich gerade mache? Wenn nein, dann muss ich das einfach ändern. Ich glaube, das ist somit das, die Überschrift. Also das hatte ich auch mit Max im letzten Podcast schon gesprochen, dass man da, glaube ich, super auf sein Inneres hören muss. Und das einfach so ein bisschen rauskristallisieren, so was passt gerade nicht oder was bedrückt mich gerade, weil manchmal macht man dann trotzdem weiter und merkt aber gar nicht oder reflektiert nicht, dass es eigentlich Dinge sind, weil man kann wirklich alles ändern, man kann Dinge besser machen und deshalb ist es einfach wichtig, ja, sich selber kennenzulernen. Ich glaube, ich bin auch immer noch im Prozess. Ich würde nicht sagen, dass ich perfekt bin und genau spüre, wenn mir was nicht passt, sondern ich merke dann über Wochen, dass irgendwas in mir drin schlummert, was einfach nicht gut ist. Und dann geht's los zum Analysieren und zu reflektieren, was war die letzten Wochen los, wo habe ich mich nicht wohlgefühlt. Und ich glaube, wenn man diesen Prozess annimmt und das auch lebt, dann kommt man da, glaube ich, ganz in eine ganz richtige Richtung, dass man einfach Dinge schnell ändert, wenn was halt eben nicht gut läuft. Und wie machst du das in deinem, ich glaube, das ist ja auch so ein ganz praktisches Ding, was, glaube ich, viele Menschen haben. Und vielleicht kannst du da so einen Tipp geben. Darüber haben wir nämlich auch schon gesprochen, Caro. So in seinem täglichen Hamsterrad, ich meine, du bist jetzt auch, du bist Mutter, hast dann Diskussionen zwischen Baum oder Haus oder was auch immer. Dann gibt es was aufzuräumen zu Hause. Dann führst du ein Unternehmen mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die auch geführt werden müssen und da eine Verantwortung. Dann hast du eine Community auf Instagram, die dabei sein möchte. Wie schaffst du es denn da in diesem, ja, ich möchte es in dem Sinne jetzt nicht tägliches Hamsterrad, aber in diesen täglichen Aufgaben, die mir anfallen, dir auch die Zeit zu nehmen, dich bewusst zurückzuziehen und eben auch so diese Selbstreflexion zu machen. Also ist es da, wo du dann ganz bewusst sagst, okay, ich schaufe mir jetzt hier auch so einen Timeslot frei und dann habe ich da so, hast du da so einen Leitfaden in der Hand oder dann sagst du einfach, okay, wo stehe ich gerade, was gefällt mir nicht und das sind dann so die Learnings daraus oder wie machst du das? Ja, also zunächst mal habe ich wahnsinnig wenig Zeit, Zeit für mich zu nehmen. Das ist auch natürlich so ein Ziel, was ich mir immer wieder stecke und setze und sage, okay, einfach mal bewusst zurückziehen. Das funktioniert aktuell so gar nicht, weil wir auch in einem ganz großen Umbruch stehen im Unternehmen, wo wir umstrukturieren und auch einen Unternehmensberater jetzt an die Hand genommen haben, weil auch da, das sind alles Learnings, wo man sagt, okay, man ist einfach in manchen Dingen nicht gut genug und da braucht man einfach ja, Leute, die das einfach können. Und ja, aber an sich auch ist es schon... die Erkenntnis ist ja wichtig. Die Erkenntnis ist super wichtig. Ja. Genau. Und ja, ansonsten ja, bei mir läuft eh immer alles so nebenbei und ich versuche
Ich glaube, das ist somit das Wichtigste, gleich Dinge anzusprechen, weil ich eigentlich eine Person bin, dadurch, dass ich so positiv und harmoniebedürftig bin, spreche ich ganz vieles nicht an und versuche das dann mit mir zu klären und denke mir so, ach, ist gar nicht so schlimm, aber letztendlich beschäftigt mich das und das beschäftigt mich dann auch recht lange. Und deshalb ist es für mich als Person oder für meine Persönlichkeit wichtig, Dinge schneller anzusprechen. Und das habe ich jetzt auch als Unternehmerin gelernt, dass das super wichtig ist, weil vieles ist ganz oft einfach nur ein Missverständnis, das wahnsinnig schnell aus dem Weg geräumt wird. Und ansonsten aber die Zeit für mich. Ja, wie gesagt, da bin ich ehrlich, es ist aktuell schwierig, es ist ein Ziel, mir da viel mehr Zeit einzuräumen, aber diese Selbstreflexion, die passiert immer nebenbei und recht schnell, sobald ich merke, dass ich nicht so ganz bis zum Schluss glücklich bin mit einer Sache, und dann wird das eben ein bisschen auseinandergenommen und also geguckt, so wo kann ich jetzt die Streben ziehen, dass es halt einfach besser wird. Ja. Ja, ja, cool. Also deswegen, ich glaube, das ist echt ein ganz wichtiger Prozess, also alle Hörerinnen und Hörer, finde ich, ist das so ein Learning, ob das jetzt bei uns im Unternehmen, das haben wir auch gemerkt, bei dir, du hast jetzt auch gerade gesagt, dass man sich einfach versucht, mal so einen Schritt zurück und alles mal so von oben betrachten und so mal so eine Draufsicht zu wagen und dann zu schauen, okay, ist das jetzt eigentlich so, bin das ich oder lasse ich mich gerade irgendwie in so eine Richtung drängen, wo ich mich eigentlich gar nicht wiederfinde. Ja, absolut. Total. Dazu passt, glaube ich, auch ganz gut, dass man neben dem, dass man halt sich eingestehen muss, was gut läuft und was nicht gut läuft, auch irgendwie lernen muss, abzugeben. Ich glaube, das ist auch ein ganz großes Thema bei dir, Caro. Ja. Wir haben das verfolgt auf dem Caro Kauer Label Account. Sind jetzt ja die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen zu sehen. Und vorher hast du das ja auch allein gemacht, richtig? Genau, da warst du ja auch quasi der Mensch hinter dem Ganzen. Und wie geht's dir damit, auch mal was abzugeben und jetzt so im Nachhinein? Ich glaube, in dem Moment ist es halt echt schwer, weil das ist so dein Baby. Aber wie ist es, wie sind so die Erfahrungen jetzt damit? Ja, also auf jeden Fall abgeben ist wahnsinnig wichtig. Das habe ich jetzt auch die letzten 10 Monate ganz besonders lernen müssen, seit es Caro Kauer Label eben gibt. Aber ich bin super gut mittlerweile darin tatsächlich, weil ich gemerkt habe, also der erste Schritt war schwierig oder die ersten 2, 3 Schritte waren schwierig, Dinge abzugeben. Aber mir ist das irgendwann alles über den Kopf gewachsen. Ich war zum einen hier Personalreferent, dann hier mit im Designteam, dann in Marketingleitung. Also irgendwie alles. Und wenn man halt alles macht und auf verschiedenen Hochzeiten tanzt, dann macht man einfach alles nicht mehr richtig und gut. Und dann habe ich eben angefangen. Aber dafür ist es halt auch wichtig, gute Mitarbeiter zu haben, wo man einfach vertraut. Und das war somit das Wichtigste, wo ich einfach auch wirklich bei jedem Bewerbungsgespräch dabei bin und wirklich fühlen möchte. Ich glaube, meine Menschenkenntnis, glaube ich, ganz gut, so mag ich mal behaupten. Und dann spüre ich immer gleich, also ich weiß noch am Anfang, meine Buchhaltung, also von Caro Kauer, abgeben wollen. Und das ist natürlich auch so viel Vertrauen, was man da eben schenken muss. Und wir hatten, glaube ich, 3 Bewerberinnen und ich habe immer gesagt so, nehmt ihr sie, also Caro Kauer Label, ich mach meinen Sach selber so, ne? Und irgendwann kam diese Person, die Jenny, falls sie das mal hört, die kam dann und dann wusste ich so, dir gebe ich so mein Unternehmen so ein bisschen in die Hand und du kannst jetzt da im Hintergrund werkeln, dir vertraue ich. Das ist dann schon für mich wichtig, dass ich das dann auch abgeben kann. Genau, aber an sich, wenn man dann merkt, es funktioniert und es funktioniert sogar immer besser, man wächst und man kann plötzlich sich um seine eigenen Sachen kümmern, dann gibt man super gerne ab. Und so war das auch mit dem Account. Auch das war wahnsinnig viel. Ich musste, es ist ja sowieso schon für mich, für Caro Kauer, für den Kanal, jeden Tag, weiß ich nicht, ein Job 24/7. Man macht sich viele Gedanken, man möchte Mehrwert schaffen und es ist irgendwo auch ein Druck, den man hat, weil man sagt so, Gott, war das heute eine langweilige Story, ne? So, man hat den Leuten gar nichts mit auf den Weg gegeben. Manchmal muss man das auch nicht. Auch das muss ich lernen. Aber man will das halt trotzdem. Das ist der Anspruch an mich selber. Sei es mit meinen Fotos, die Leute zu inspirieren, sei es mit meinen Stories. Und dann herrscht so ein gewisser Druck. Und dann hatte ich den gleichen aber auch noch auf dem Label-Kanal. Und ich sage jetzt mal, es ist auch irgendwo ein Richtungswandel, wo wir eingegangen sind, weil wir gesagt haben, diese Marke soll vielleicht auch irgendwann mal ohne
mein Gesicht funktionieren, dass ich da ständig in der Story bin. Das ist natürlich auch unter anderem mein Label, ist das gar keine Frage, aber das hat mir einfach auch so ein bisschen Druck weggenommen und ich fand das wahnsinnig authentisch. Ich fand die Idee vom Marketing-Team super, dass man sagt, man nimmt die Mädels aus dem Büro, die dürfen sich da austoben. Ich darf natürlich auch immer ein bisschen drüber gucken, aber ich finde es wirklich, die machen das so toll. Wir haben dann immer einmal im Monat ein Meeting und dann besprechen wir so, was fand ich gut, was fand ich nicht gut, was passt nicht. Und so habe ich die Kontrolle zwar noch so ein bisschen in der Hand, dass ich auch mitsprechen darf. Das gibt mir einfach eine Sicherheit, aber finde das einfach gut und ja, vertraue den Mädels hier einfach komplett. Ja, cool. Und war das so ein krasser Schritt für dich? Also, weil ich kann mir vorstellen, dass du da gerne, ich bin da ja ehrlich gesagt auch so gerne immer so als zum Checken immer noch mit dabei. Immer und überall. wie ist denn das so das Gefühl? Also wie hast du es dann hinbekommen? Kommt es dann einfach mit den Ergebnissen, wo man sieht, ja, okay, den Leuten kann ich jetzt vertrauen und da ist man auf einer Wellenlänge und dann ist das auch okay. Und das ist dann auch so ein Gefühl, was sich so ergibt, oder wie war das bei dir? Ja, also es gibt zwei Arten. Entweder man sagt, boah, das passt direkt, also so wie mit meiner Jenny, wo ich genau wusste, okay, der vertraue ich alles an. Und in anderen Dingen ist es so, man probiert dann immer viel aus und merkt dann, okay, läuft das? Kann ich das abgeben oder läuft es eben nicht? Und ich warte nochmal vielleicht auf die richtige Person. Aber wie gesagt, die Situation hatte ich so noch nie, weil wir das eigentlich ganz gut wuppen hier. Und das Team ist so... Ja, das ist hier so eine Hands-on-Mentalität. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Es ist so schön, hierher zu kommen. Es ist irgendwie, am Anfang war es noch so, jeder macht alles. Und mittlerweile durch die den Unternehmensstruktur, dass wir das so ein bisschen jetzt einfach mal professionalisieren, ist es jetzt schon so, dass jeder seinen Aufgabenbereich hat und das macht er perfekt. Und da muss ich gar nicht mehr drüber schauen. Deshalb super. Geil. Und wie ist denn das so für ein Gefühl von so gefühlt früher, ich habe immer so dieses Beispiel im Kopf, wenn man seinen Großeltern den eigenen Job erklären soll, dann hast du früher gesagt, du machst vielleicht Redaktion auf Social Media oder eine Zeitung für Social Media und jetzt ist da ja aber ein Business, ein Label, zig Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter draußen standen. Wie ist denn das so für dich? Also der Podcast-Name, wir kommen gleich noch auf die beiden Einzelpositionen nochmal drauf, aber wie ist denn das für dich so vom Gefühl, also bist du auch richtig stolz auf dich, weil ich finde, das kannst du ja definitiv sein, also merkst du das manchmal, dass es schon echt krass ist, was du leistest? Das darf man Caro nicht so sagen, das mag ich nicht. Ja, das haben wir eigentlich schon gelernt, aber die Frage dürfen wir stellen, hoffentlich. Ja, die Frage ist gut, die ist berechtigt auch vielleicht, aber da triffst du tatsächlich einen wunden Punkt, weil es ist für mich bis heute so, dass ich ins Büro reinlaufe oder ins Lager reinlaufe und das Gefühl habe, dass ich zu einem Arbeitgeber gehe. Also es fühlt sich irgendwie nicht an, als wäre das meins. Das ist einfach zu utopisch. Ich meine, wir haben jetzt über 40 Mitarbeiter, an die 50, glaube ich. Wir sind extrem in den letzten 10 Monaten gewachsen und das irgendwie kennt ihr das, wenn man in Urlaub geht und das irgendwie versucht zu genießen und erst wenn man daheim ist, da zieht die Seele so nach. Ich glaube, so ist das. Ich glaube, das braucht wahrscheinlich noch ein bisschen, bis ich das alles realisiere. Aber es ist, wenn es einem dann so vor Augen geführt wird, gerade vom Umfeld oder wenn ich hatte letztens meine Mama zum allerersten Mal ins Lager geführt, auch richtig. Richtig No-Go eigentlich, aber dann ist die da durchgelaufen und war einfach positiv schockiert. Die hat gesagt, also A, kommt das in den Stories gar nicht so rüber, wie groß das hier alles ist und so, ja, mein Gott, was hast denn du da alles erschaffen? Und dann habe ich auch so, ja, und dann erst merkt man so ein bisschen, aber ich lasse das noch irgendwie gar nicht an mich ran, aber das sind so Momente, wo ich so denke, ja, stimmt, krass, es ist irgendwie schon richtig groß hier. Ja. Ja, absolut. Krass. Ja, richtig spannend. Vor allen Dingen auch dieser Wachstumsschub seit Anfang Corona ja eigentlich. Also ich meine, Corona hat ganz viel Negatives mit sich gebracht, aber halt auch wahnsinnig viele Chancen. Und ich glaube, du hast da einfach mit deinem ganzen Team was ganz Tolles erschaffen, was einfach auch super funktioniert. Und wie Max das gerade schon angekündigt hatte, unser Name Misserfolg ist ja im ersten Moment, denkt man da an das Negative.
also den Misserfolg, aber wir meinen natürlich dadurch, dass man Misserfolge erlebt, dass man eine Misserfolg wird. Und genau, in diesem Sinne würden wir auch gerne einmal von dir wissen, ob du uns von deinem größten Misserfolg erzählen kannst, aus dem du auch ganz viel Positives mitnehmen konntest im Nachhinein. Also an sich, müsste ich mal überlegen, also der größte Misserfolg in Anführungszeichen war die Labelgründung mit noch unserem ursprünglichen Namen. Da waren wir super blauäugig und wurden dann auch recht schnell abgemahnt. Ich glaube, nach unserer ersten Kollektion, das hat keine 3 Wochen gedauert, da war die erste Abmahnung im Haus. Und wir haben halt den Namen angemeldet und dachten, das reicht halt, aber wir haben es nicht prüfen lassen und so weiter. Und ja, deshalb, das war so, glaube ich, der größte Misserfolg. Aber so wie du es schon gesagt hast, Jill, das ist ein ganz wichtiger Schritt gewesen oder auch ein ganz wichtiges Learning am Anfang, aus dem wir bis heute zehren, dass wir alles 10-mal kontrollieren, dass wir, wenn wir einen Print auf dem T-Shirt haben, das wird wirklich durchgenommen, bis wir wissen, dass das gesichert ist, bevor wir wieder die nächste Abmahnung haben. Dann natürlich auch dieser Wechsel vom Name zu Caro Kauer, das war natürlich auch irgendwo, glaube ich, ganz richtig. Wir haben das schon ganz vorab, als wir gegründet haben, haben wir schon lange hin und her überlegt, soll es Caro Kauer heißen oder soll es eben anders heißen? Und wir haben uns für den zweiteren Weg entschieden. Und letztendlich, als dann die Abmahnung da war, haben wir gedacht, so okay, wir können das jetzt, also das ist jetzt verbrannt. Also wenn wir jetzt nochmal starten, dann nur noch unter Caro Kauer. Und das haben wir gemacht und wir haben gerade von unseren B2B-Kunden wie About You, Pico und Kloppenburg, Bräuninger, da haben wir ganz viel Feedback bekommen, dass es jetzt erst interessant wurde, weil einfach Caro Kauer als Marke schon einfach präsent ist durch meinen Insta-Kanal. Und auch daraus hat sich wieder haben sich die Türen geöffnet zu B2B. Und deshalb alles gut und das ist eben das Wichtige, dass man aus Stolpersteinen halt auch wieder über sich hinaus wächst, das einfach nimmt, daraus lernt, zu gucken, was war da jetzt falsch, was nehme ich jetzt für den weiteren Lebensweg mit oder für die weitere Unternehmensstruktur, dass man das einfach umwandelt von Misserfolg zu Erfolg. Ja. Absolut. Und in dem Zuge dann auch, dann kannst du so einen großen oder größten Erfolg so definieren. Gibt es da was, was dir so total im Kopf bleibt, wo du so echt baff warst, oder sind das viele kleine? Also privat gesehen meine Kinder natürlich. Das ist, glaube ich, mein allergrößter Erfolg. Da kommt auch gar nichts ran. Ansonsten, der größte Erfolg ist, glaube ich, das Gesamte gerade. Also dieses zum einen natürlich das Label, was eben aus Caro Kauer, aus dem Insta-Kanal irgendwo entstand. Aber ich kann das bis heute nicht glauben, dass ich einfach zum richtigen Zeitpunkt das Richtige gemacht habe. Und das war einfach Instagram. Und ich glaube, das große Ganze ist, das ist der größte Erfolg eigentlich. Ja, also was anderes fällt mir jetzt nicht ein. Nee, alles gut. Das ist auch ein großer Erfolg. Ja, absolut. Und Caro, ich habe mir letzte Woche nochmal unseren Podcast angehört, den wir Anfang des Jahres aufgenommen haben. Und da hast du uns ja ein kleines Geheimnis gespoilert, was dann kein Geheimnis mehr war. Und zwar hast du uns da von dem Caro Kauer Café erzählt. Sag mal, wie sieht es da denn aus? Gibt es da schon Neuigkeiten oder ist das eher wieder in den Hintergrund gerückt und es gibt noch ganz andere Pläne? Wie sieht es da aus? ihr wollt wieder, dass kleines Update spoiler. Hier. Ja, ja. Nee, also das Café ist tatsächlich... Ja, genau. Ja, ja. Ihr wollt mir irgendwas entlocken. Nee, es gibt tatsächlich nichts. Es gibt nichts zu entlocken. Also das Café ist immer noch, ich würde jetzt mal sagen, es plätschert vor sich hin. Durch Corona war es natürlich schwierig. Das ist dann natürlich schon komplett in den Hintergrund geraten, was auch wahnsinnig richtig war. Aber es ist zum Beispiel so, ich habe vor 2 Wochen eine Location angeschaut, die entsteht ganz neu, aber ja, die hat mich irgendwie nicht gecatcht. Das war auch an so einer Schnellstraße dran. Zwar der Hinterhof, der war schön und so und ganz süß, der würde passen, aber alles so, die Infrastruktur drumherum hat nicht gepasst. Also ich bin immer noch auf der Suche, auf jeden Fall. Werde das bestimmt auch umsetzen, aber es ist jetzt nichts, was pressiert auf jeden Fall, wo der Fokus drauf liegt. Wir wollen ja auch, warte mal, das könnten Spoiler sein. Ah, nee, ich habe es glaube schon gesagt in der Story. Wir sind ja gerade dabei, unser Lager umzubauen. Und wollen vorne quasi ursprünglich dachten wir so eine kleine Pop-Up-Fläche, aber es wird tatsächlich ein Store, wenn wir das alles umgesetzt bekommen. Da sind natürlich große Summen im Spiel, wo der Eigentümer natürlich erstmal mitmachen muss.
Und da sind wir halt in Verhandlungen. Deshalb weiß ich noch gar nicht, ob das soweit safe ist. Cool. Aber wenn, dann haben wir auf jeden Fall einen Store und das auch wirklich im Landkreis bei uns. Es ist ja eher ländlich, eher schön. Und ja, gemütlich halt. Und eigentlich ursprünglich habe ich immer gesagt so, nee, wenn dann nur die Großstädte, also Stuttgart fangen wir an, dann Hamburg, München. Aber irgendwie denke ich so, ja so nö, also ich wohne ja hier, warum eigentlich nicht, das so direkt ans Lager zu bauen. Hier kommen wir her, das ist auch nichts, wofür ich mich verstecken möchte. Und genau, das ist so auch mit einer der nächsten Pläne. Aber wie gesagt, das Café ist immer noch da und wir gucken einfach nach Locations gerade noch. Cool. Ja. Aber also meine Prognose ist ja mal so ganz gewagt, dass das 100% ein Pilgerort wird für Kaukauer und du auf jeden Fall das Café auch da eröffnen kannst. Also da bin ich mir ganz, ganz sicher. Bin ich mal gespannt, was da kommt. Da müsst ihr wahrscheinlich nur aufstocken und dann kommt da noch Café und Erlebniswelt Kaukauer oder was auch immer noch dazu. Ach ja, mal sehen. Vielleicht nicht. Ich mache einfach so ein bisschen nach Lust und Laune, wo ich auch denke, haben die Leute auch was davon. Und wenn wir da so einen schönen Ort schaffen, wo die Leute sich wohlfühlen, wo sie ein schönes Pinterest-Frühstück bekommen, weil das kriegt man hier super selten oft in der ländlichen Gegend, dann ist das schon cool, da freue ich mich. Und es ist aber schon so, zum Beispiel bin ich ganz oft in einem Café gewesen, noch vor Corona. Das hat bei uns auch ganz neu eröffnet, das war ganz süß. Und da war das auch schon so, dass ich immer ganz viele Follower getroffen habe und da wirklich irgendwie gefühlt aus den schrägsten Orten, also wirklich, da sind die hergefahren mit 4 Stunden, 6 Stunden, einfach um in dieses Café zu gehen. Und dann aber auch wirklich so eine Tour zu machen, dort, wo ich noch einkaufe, also gerade diese Boutiquen in der Stadt, wenn man das überhaupt Stadt nennen darf. Aber da sind die ja wirklich dahin und haben da einfach, haben da so meine Route abgeklappert. Also das ist wirklich verrückt. Und das habe ich dann einfach dieses Feedback dann immer wieder bekommen. Ja, dann haben sie, also wirklich, wirklich verrückt. Ja, deshalb wäre es eigentlich ganz schön. Also ich lerne ja meine Follower super gern kennen. Deshalb, die sind alle herzlich eingeladen. So eine Pilgertour hier. Reise nach Kaukauer, nicht Jerusalem, Kaukauer. Ja, und, aber ach so, das kann ich, darf ich ganz kurz was sagen? Das passt nämlich ganz gut. Wir haben jetzt am Wochenende haben wir Einjähriges von Kaukauer Label und da kann man tatsächlich sowas in die Richtung gewinnen. Also wir laden 5 Follower ein zu uns. Wir machen so eine kleine Lagerführung, Büroführung, wir gehen zusammen essen. Ja, cool. Romy und ich, also meine Mitgeschäftsführerin, wir kleiden die Mädels ein. Das dürfen sie dann auch behalten. Cool. Genau, und dann, ja, das wird so ein rundum schöner Tag und das kann man jetzt am Geburtstagswochenende, also von Freitag bis Sonntag, dann gewinnen. Cool, ja, und wo muss man dann hin? Also wo kann man sich anmelden zur Gewinnspielteilnahme? Ja, das ist, das werden wir, das erklären gerade die Mädels ganz gut auf dem Label-Account und zwar ist es so, dass die Follower einfach uns einen Geburtstagsgruß schicken sollen und uns verlinken in der Story und die sind dann automatisch im Lostopf. Cool. Schön wäre es natürlich, wenn sie noch Kaukauer-Teile tragen, also im Leo-Kleid, herrlich. Max im Leo-Kleid, okay. Das will ich sehen. Ich guck mal, was wir da noch haben. Okay. Dann werde ich aber auch ganz nach oben gelegt in den Lostopf, hoffentlich. Also wenn das Leo-Kleid mit dabei ist. Okay. Auf jeden Fall. Okay, ja, ich merke es mir. Ich gebe mir Mühe. Und hast du denn für 2021, hast du da ein besonderes Ziel, was du verfolgst? Ich meine, so ganz ehrlich, du hast ja schon so viel erzählt, was jetzt auch gerade ansteht. Ich glaube auch diese Struktur mit Unternehmensberatung, mit allem drum und dran, das eigene Unternehmen da nochmal neu zu definieren, ist ja auch schon ein großes, aber hast du noch so ein konkretes, vielleicht auch persönliches Ziel, was du dieses Jahr noch so erreichen möchtest? Ja, auf jeden Fall. Also unternehmerisch sind wir, glaube ich, wirklich auf einem ganz guten Weg, das alles zu professionalisieren. Mein größtes Ziel ist wirklich, das, was ich schon so ein bisschen vorher durch die Blume gesagt habe, mehr Zeit für mich irgendwo zu nehmen, weil ich bin halt manchmal wirklich in so einem Hamsterrad und will da noch mitwirken und das noch machen und jenes noch machen und dann wirklich aber zu akzeptieren, so hey, hier läuft's, das Team ist da, die können das alles und das passt super, ich muss nicht immer da sein, dass ich mir die Zeit auch für mich nehme, für die Familie nehme. Also ich habe das jetzt auch seit Corona ganz extrem, also ich war ja an Corona erkrankt und war dann eben zwangsläufig, ich glaube, 16 Tage daheim.
und habe da gemerkt, so wow, wie schön es einfach auch ist und wie schön ich auch von, also wie es klappt auch. Also ich kann auch über FaceTime noch mitwirken und, aber halt diese Zeit mit den Kindern, das war einfach Quality Time at its best einfach. Und ja. da habe ich gleich gesagt, so hey, es muss sich was ändern. Wenn ich zurückkomme, wird es auf jeden Fall ein Meeting geben, wo wir einfach nochmal, das war wirklich super interessant, aber das würde einfach so den Rahmen sprengen, wo wir einfach nochmal das Geschäftsmodell aufgeschrieben haben, weil mir ist das natürlich dann auch immer unangenehm, wenn ich zum Beispiel jetzt sage, hey Leute, ich bleibe jetzt heute einen Tag daheim und dann zeige ich, wie ich einfach in Ruhe frühstücke und so voll den Lifestyle habe, was natürlich nach vorne hin vielleicht auch manchmal wirklich toll aussieht. Im Hintergrund hat man dann aber doch nochmal zwischen diesen paar Sequenzen, die man da postet, trotzdem wahnsinnigen Stress und hier ein Telefonat und da eine E-Mail und hier noch ein Podcast. Nein, ja. Also ich weiß nicht, wen du meinst. Also. nein, das war natürlich ein Scherz. Alles gut. Und dann habe ich ein schlechtes Gewissen meinen Mitarbeitern gegenüber, die einfach von morgens bis abends irgendwie im Büro sitzen und gar nicht rechtzeitig Feierabend machen können, dass die dann denken, boah, die Caro, die hat ein geiles Leben, so, ne? Und das, da sprechen wir von einem Tag im Monat oder so, und da kriege ich schon ein schlechtes Gewissen. Aber da haben wir das Geschäftsmodell einfach nochmal aufgezeichnet und das war wirklich super interessant. Wir haben so einen Workshop gehabt, alle zusammen, und alle hatten so einen Aha-Moment, wie das alles miteinander zusammenhängt und wie wichtig es eigentlich auch ist, dass ich eben mir die freie Zeit freiräume, einfach um kreativ zu werden, um den Druck auch so ein bisschen rauszunehmen, weil meistens ist es ja dann wirklich so, dass ich dann gerade mit Kooperationspartnern eine Kooperation umsetzen muss. Und dann bin ich aber den ganzen Tag im Büro und das ist dann halt alles einfach nur, das gerät dann so ein bisschen in den Hintergrund, was es aber nicht sein sollte, weil letztendlich ist ja Instagram immer noch so mein Hauptjob und auch noch mein Baby, wodurch ja auch das Label dann nachher auch entstanden ist. Ja, absolut richtig. Caro, dann haben wir jetzt die letzte Frage für dich. Und zwar würden wir gerne noch mal wissen, ob du ein Lieblingsbuch hast. Wahrscheinlich hast du jetzt in deinen wenig freien Minuten wenig Zeit zum Lesen, aber vielleicht gibt es etwas, was du uns empfehlen kannst oder unseren Zuhörer und Zuhörerinnen. Also was ich auf jeden Fall viel lese, ist Winnie Pooh gerade. Das kann ich empfehlen. Auch ein wichtiger Tipp. Ja, und ansonsten, also du hast vollkommen recht. Also ich lese wahnsinnig wenig Bücher im Vergleich zu früher, weil ich einfach keine Zeit habe. Ich schaffe es noch nicht mal irgendwie ein Magazin oder so durchzublättern. Aber was mir schon immer im Kopf geblieben ist, ist das Café am Rande der Welt. Aber da müsst ihr mal reinhören, da gibt es sogar nicht Podcasts, sondern Hörbücher. Da kann man die Bücher, also das ist dann für mich so die Option, die ich dann manchmal nutze, gerade auf dem Weg ins Büro und so weiter. Aber ansonsten, wie gesagt, Kinderbücher sind bei mir voll am Start. Kann ich euch ein paar aufzählen. Ja, da ist ja auch tatsächlich, gibt es da ja auch die verschiedenen Charaktere. Bei Winnie Pooh sind ja auch verschiedene Charakteristika bei Menschen und wie die dann zusammen agieren. Also man kann auch da echt extrem viel mitnehmen. Also es ist echt auch spannend. Absolut. Und deswegen, also selbst das ist auch immer mal ein Blick oder eine Lesestunde wert. Ich sehe schon, morgen ist überall Winnie Pooh ausverkauft. So. Ja, aber wirklich. Das ist der Top-Tipp. Top-Tipp von Caro Kauer, Winnie Pooh. Ja. Ja, aber sehr, sehr, sehr cool. Und vielleicht zum Schluss, Caro, dein Top-Tipp für Erfolg, um eine Misserfolg zu werden? Authentisch zu sein, dankbar zu sein, nicht zu verlieren, wo man herkommt, und nichts als selbstverständlich ansehen und authentisch bleiben. Das sind die Tipps, die ich geben kann. Ja, perfektes Schlusswort, würde ich eigentlich sagen. Liebe Caro, ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich glaube, wir haben wieder echt eine Menge mitnehmen können und auch dich nochmal neu kennengelernt oder zusätzlich noch mehr kennengelernt. Und wir freuen uns riesig auf das Jahr jetzt mit dir, auf die neue Staffel. Und ich freue mich auch ganz besonders. Ja, das wird richtig cool. Ich spüre es. Ja, wir sind auch. Wir haben richtig Bock und freuen uns einfach. Deswegen habt noch einen wunderbaren Tag. Und danke, dann hören wir uns hoffentlich zum nächsten Podcast. Ja, okay. Ciao. Ciao, tschüss. Tschüss. Ciao. Und an die Zuschauer bei YouTube sagen wir auch nochmal Tschüss fürs Zuschauen und Zuhören und bis zum nächsten Mal. Danke. Ciao. Tschüss.